So, liebe Leute von heute, herzlichst willkommen zurück hier bei Coromon für den Nintendo Switch, wo wir hier im letzten Part erstmal ein kleines Sicherungsrätsel lösen mussten, um einen Code herauszufinden, den wir, nur erahnen konnten. Und dann sind wir in den fünften Stock gelangt, wo weitere, Platten, bewegliche Vektorpfeile, auf uns warteten, weitere Schalter. Und ja, jetzt habe ich so langsam sicher, hey, lass uns kämpfen für die Wissenschaft. Naja, und jetzt habe ich erstmal so eine leise Ahnung, wie wir überhaupt in den sechsten Stock gelangen können. Was ist das jetzt? Guildwing. Kein Elektro-Coromon. Außerdem hat sich im letzten Part der Sack Snake auch weiterentwickelt zu Sir Pike. Und ja, an der Stelle riskiere ich jetzt erstmal wieder was. Merke, Windangriffe sehr effektiv gegen Feuer-Coromon. Also den Vogel hätte ich auch erst zu gerne in mein Team gehabt. Also gut, jetzt erstmal wieder den Fühler gleich einsetzen. Und dann erstmal diesem Vogel eine nette Ohrfeige geben. Tja, wunderbar. So, Veruca Level 14. Wickler freigeschaltet. Brauchen wir jetzt noch nicht. Mino Level 15. Auch gut. Besser. Oh nein, er hat jetzt besseres. Er hat jetzt ein größeres Potenzial. Und ich habe den falschen Kuchen jetzt benutzt. Andererseits habe ich hier auch noch ein gutes Gefühl, dass wir, den nächsten Angriff standhalten können. Wartet mal, Elektroschock war, sagt jetzt bloß eine Paralyse. Okay, die Schwachstelle von besser müsste. Komm schon, das ist doch jetzt nicht möglich, dass du jetzt immer wieder paralysiert jetzt bist. Komm schon, Ohrfeige, Ohrfeige! Willst du mich doch jetzt verarschen? Die dritte Runde, wo du jetzt keine Ohrfeige durchführen kannst? Gut, jetzt aber. Verwirrung. Aktivier. Das gibt's doch jetzt einfach nicht. Ohrfeige. Hat mir jetzt leider nichts gebracht. Kombikuchen aktivieren. Gut, dann müssen wir jetzt doch irgendwie den Fühler aktivieren. Die Schwachstelle wurde offenbart. Ohrfeige. Kommt durch. Halleluja! Kampf beendet! Wieder ein Meilenstein freigeschaltet.
Also gut, was für einen Meilenstein haben wir jetzt? Noch einmal wieder das gleiche, 10 Kämpfe gewinnen. Okay, sicherheitshalber aktivieren wir noch einen weiteren Erdkuchen. Und dann aktivieren wir jetzt das I. Dann müssen wir jetzt noch das G aktivieren und das F. Also gut, wo war das G, wo war das F? Okay, da drüben haben wir das G. Warte, wo war das F denn jetzt? Nein, da war bloß das E. Also aktivieren wir das G. Was macht bitte schon das F auf der anderen Seite? Okay, was mussten wir noch aktivieren? Das H. Gab es hier noch irgendwo einen anderen D-Schalter? Nein, es gab bloß den E-Schalter. Oh, warte mal, da drüben ist... Da drüben war das A. So, wir haben das F freigeschaltet. Nächster Bereich. Sag mir jetzt nicht, dass hier wieder so ein Sicherungshain ist. Was machst du hier? Bitte weiß dich aus. Klar, bitteschön. Ah, du bist Phantomat. Entschuldige, aber du siehst nicht annähernd so aus, wie Riegel dich beschrieben hat. Wie hat er mich denn beschrieben? Du bist hier, um etwas Essenz von Voltgard sammeln, richtig? Nun, du bist beinahe dort. Nur noch ein Aufzug. Lass mich dich an unser Speicherpunktsystem erinnern. Achtung! Speicherpunkt erreicht. Praktisch, was? Zu denken, dass sie wieder jemanden schicken, um Essenz zu sammeln. Ich hoffe mal, dass du genug Koromon-Kuchen hast. Gleich auf alle Fälle. Bereich Nummer 6. Holen wir uns Kuchen. So viel Kuchen, wie es nur geht. Stärken wir den Karies. Die nächste Zahnarztrechnung wird auf jeden Fall gewaltig werden. Ich bin eigentlich auch mal so... Bin eigentlich auch gespannt, oder besser gesagt, ich frage mich eigentlich, wie man eigentlich auf die Idee kam, er sagt, Lebenspunkte Kuchen einzufügen. Okay, es ist mal was ganz anderes. Aber trotzdem, Phönixsteine haben wir mal 2. Komm, er sei auch weg. Wir können ja keine Koromon in unserem Schwierigkeitsgrad schwer wiederbeleben. Also, wir brauchen erstmal normalen Kuchen. Kostet viel zu viel Geld.
Ein bisschen Kombikuchen schadet auch nicht. Okay, die anderen Kuchen haben wir auch noch sehr viel. Dann bräuchten wir wieder mal ein bisschen Erdkuchen gegen Paralyse. Ja, und wenn wir schon mal dabei sind, kaufen wir auch schon mal ein paar neue Spinner. Wenn wir erstmal in der Lage sind, ein paar neue Koromon zu fangen. Gut. Und ansonsten... Ja, wir müssen erstmal wieder unsere Koromon heilen. Aber ich mache mir jetzt keine großen Hoffnungen. Ich glaube, Moffel wird in Kürze auch wieder besiegt sein. Aber sei es drum, wir versuchen es einfach mal. Wir haben genügend ausgegeben. Wir haben viel Kuchen im Gepäck. Dann kriegen wir sicherlich gleich auch noch mal kurz ein bisschen Kuchen durch die nächste Box. Tja, und ansonsten, Voltgar, wir kommen. Das war jetzt nicht unbedingt das, was ich haben wollte. Aber gut, Voltgar. Wir kommen. Hätte ich speichern sollen? Ich habe ein ungutes Gefühl dabei. Was ist das? Jemand weiteres, der meine Essenz sucht. Hat das letzte nicht gereicht? Ich bin hier gekommen, um für deine Sicherheit zu sorgen. Es gibt... Ich wage zu behaupten, es ist andersrum. Es ist schon schlimm genug, an diese physische, niedere Form gebunden zu sein. Musst du mich jetzt nach Lust und Laune belästigen und nerven? Du sollst die Kraft des Sturmbändigers kennenlernen. Bossfight. Voltgar, der Sturmbändiger. Die Stürme, die durch Velula wüten, dachtest du, sie seien reiner Zufall. Sie sind mein Werk. Musst du unbedingt auf den 25... Statik! Fell! Items aktivieren! Lebenspunkte Kuchen! Wollt mich doch jetzt wirklich verarschen. Wie kann das jetzt der Sack hier angehen? Verliert eigentlich das...
Verliert eigentlich Voltger überhaupt an... Oh nein, jetzt hat er mich ver... Jetzt hat er mich verklickt. Es scheint er so überhaupt keine Lebenspunkte zu verlieren. Das hat er gesagt, doch. AP verloren. Das hat doch AP verloren. Aber wir können das leider jetzt nicht so einsehen. Nein, wir können das leider... Oh nein, wir haben keine AP wieder mehr. Frosty. Snake! Räche deinen Kameraden! Suche die Erleuchtung! Wer hat jetzt eigentlich den faulen Edelstein gehabt? Okay, wir müssen mal den Säurebiss versuchen. Okay. Es hat jetzt auf jeden Fall etwas gebracht. Oh nein. Oh nein. Wehe. Wehe. Oh, jetzt regeneriert es sich wieder. Nein! Okay, jetzt verliere! Lebenspunkte! Frosty und Veruca. Ich glaube, ich spinne. Das ist nicht mal eine offensive Technik? Ich glaube das gar nicht. Das ist eine spezielle Technik gewesen. Ah, du dachtest, es wäre vorbei? Meine Stimme will mich von deinen mickrigen Staatsveränderungen reinigen. Seht die Macht des Sturmbändigers. Diese statische Partikel erschwert dein Koma und die Bewegung. Dieser neue Behälter hat Mühe, meine gesamte Kraft einzudämmen. Hä? Oh, Paralyse. Schon wieder. Simon, jetzt kommt endlich eine Statusveränderung.
Aber... Oh, was das... Was soll das? Warte mal. Oh, das wäre jetzt auch zu schön gewesen. Das wäre jetzt auch wirklich zu schön gewesen, hätte das jetzt funktioniert. Hätte das jetzt funktioniert, darüber hätte ich mich gefreut. Gut, Voltgar muss ich wieder aufladen und ich kann es besiegen. So. 4000 EP. Snake? Großartig. Oh, das wahre Potenzial von Snake erhöht sich. Ja, vielleicht erstmal ein bisschen AP wieder regenerieren. Mino erreicht Level 16. Und das war's. Ja, du kannst noch wachsen, aber ich spüre großes Potenzial. Geh, dann, nimm meine Essenz, aber lass diesmal einen Unterschied machen. Yay! Ich habe Voltgas Essenz und zwei weitere Koromon verloren. Jetzt erwarten meine Geschwister dich. Was mich betrifft, ich muss wieder aufladen. Der Sturm ruft mich zurück. Bye bye. Viel zu viele Opfer in diesem Part. Und wehe, wenn ich jetzt, sag mal, eine Koromon hätte heilen müssen. Moment, Geduld. Hallo? Riegel, was ist los? Hallo, Phantom Art. Ich habe gerade gehört, was mit Thomas passiert ist. Ist alles in Ordnung mit dem Energieturm? Haben die Kidnapper Voltgar erreicht? Es gibt keine Spur von ihnen. Sie müssen woanders gegangen sein. Verstehe, das ist gut. Kannst du mich und Nikola dann im Bastlet-Labor treffen? Wir müssen unseren nächsten Schritt besprechen. Natürlich werde ich bald dort sein. Vielleicht. Gut, wir sehen dich dort. Leuchte hell. Ja, leuchte hell. Oh, alter Schwede. Viel zu viele Verluste. Aber hey, Snake ist auf Level 27. Und wir haben einen neuen Meilenstein erreicht. Und einen weiteren faulen Edelstein. Warte mal, wir haben hier noch eine Belohnung. Oh, nett. Das nennt doch mal einen schönen Bonus. Aber jetzt brauchen wir erstmal wieder neue Koromon. Wir brauchen neue Koromon, wir brauchen neues Potenzial. Unser Team wurde, sagt, ziemlich stark geschwächt. Hätte ich versuchen sollen, mein Team offscreen zu trainieren, um, sagt, diesen Verlust nicht zu erleiden. Aber seien wir ehrlich, ohne Frosty hätten wir an dieser Stelle nicht so viel Schaden machen können. Der weitere Kampfverlauf wäre um einiges schwieriger für uns gewesen. Frosty, wir werden dein Opfer in diesem Part nicht vergessen. Nur durch dein Kreischen, nur durch dein tapferes Gebrüll konnten wir Voltgas Verteidigung so weit senken, dass Snake in der Lage war, diesen Kampf zu gewinnen. Frosty, wir danken dir. Naja, das Wetter ist aber trotz allem nicht besser geworden, obwohl Voltgar sich jetzt erstmal wieder aufladen muss. Und er war auf Level 25. Wer bitteschön hätte das denn erahnen können?
Wer hätte bloß damit rechnen können? Na gut. Wir müssen weitermachen, ab ins Buzzlet-Labor. Und dann sehen wir mal, was der Professor, Riegel und Nicola zusammen zu sagen haben. Da bist du, Phantom Art. Schließ dich uns gerne an. Gut, dass alle da sind. Ich habe etwas Wichtiges zu sagen. Wir haben uns das Videomaterial genau angesehen und das Ergebnis, zu dem wir gekommen sind, ist beunruhigend. Die Energie, die diese, sie nannten sich Wubonianer, benutzt haben, um Thomas zu entführen. Und der Thema besteht, dass es sich tatsächlich um eine Art Titanessenz handelt. Wow. Was, wie? Sie haben es also auf die Titan abgesehen? Ich kann weder bestätigen noch verneinen, aber das ist sehr wahrscheinlich. Sie hatten es auf den Essenzort abgesehen. Apropos, Thomas gab mir den Essenzort ab. Danke, dass du es ihnen fernhieltest, Phantom Art. Ich nehme es dir ab, um es sicher aufzubewahren. Na, ob du vielleicht noch einer zu den Bösen gehörst, wirst? Sie haben den Essenzorter nicht zu fassen bekommen, aber mit Thomas im Griff ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie ein neues Gerät bauen. Deshalb schlage ich vor, dass Phantom Art weiterhin die Titanessenzen sammelt, bevor sie es tun können. Während du natürlich nach Spuren von Thomas ausschaust. Das würde mir so viel bedeuten. Trotzdem, diese Energie, die sie genutzt haben, erklärt nicht ihre seltsame Hautfarbe oder das monströse Lumon. Aber machen wir einen Schritt nach dem anderen, unsere besten Wissenschaftler gehen die Schritte des Lumon zurück, während wir hier sprechen. Wir werden mehr erfahren, sobald wir es gefangen haben. Yippie! Phantom Art, ich nehme an, du hast bereits geschafft, die Essenz vom Voltgar zu erhalten. Jo, habe ich. Gut erledigt. Ich wusste, dass du der Aufgabe gewachsen bist. Die nächste Titanessenz, auf die du dich konzentrieren solltest, ist in Pawberry. Wo mein alter Freund Hugh auf deine Ankunft warten wird. Die Geistessenz strahlt tief im Kloster. Hugh kann dir einen Schlüssel geben. Yo. Ich gehe vorerst zu Lux Solis Campus zurück und helfe meinem Team herausfinden, was hier tatsächlich passiert ist. Bleib stark, Nicola. Wir werden einen Weg finden, Thomas zurückzuholen. Danke dir. Leuchte hell in diesen dunklen Zeiten. Yay, Pawberry. Und Nachricht vom Techniker. Welchen Techniker denn jetzt? Hey, es gibt neue Features für unsere Kampfforscher. Komm für mehr Informationen zum Trainerzentrum F1 beim Campus. Wenn es weiter nichts ist. Wo haben wir den Lux-Rückruf? Teleport von Ort zu Ort. Also schön hier. Nö. Hier drüben. Bin mir noch nicht so ganz sicher. Das war das Koromon-Labor, das war schon mal falsch. Wisst ihr, was jetzt, sag mal, gut wäre? Eine Angel. Eine Angel wäre jetzt, sag mal, nicht schlecht. Bist du, sagt der Techniker, nach dem ich suche? Ich verstehe nicht so ganz, wo soll ich jetzt hin? Wir haben noch neue Module.
Jetzt? Unsere Erfindung, der Sensor, ist in der Lage, etwas von der Essenz eines Titans zu absorbieren. Es funktioniert nicht bei normalen Koromon, sie haben einfach nicht genug Essenz, um sie zu teilen. Glänzend. Die sahen schon wieder kaputt. Auch kaputt. Warte mal, fehlt hier jetzt nicht eine Essenz? Ja, wird gesagt, Element beherrscht. Sehr sogar, dass sie das Element ihrem Willen unterwerfen kann. Hat sie das Vorstandspotenzial von Gewittern? Okay, ich denke mal, wir sollten wirklich zum Lux Campus hin. Aber erstmal muss ich was anderes kurz mal herausfinden. Unser nächster Gegner. Ist ein Geist-Koromon. Normal, Elektro. Wird dann wohl düster sein. Geist, nein. So ganz richtig klar damit komme ich irgendwie immer noch nicht so ganz. Aber wenn wir sogar zunächst einen Geistgegner haben, dann müssen wir irgendwas Besonderes für unser Team, glaube ich, rekrutieren. Und vor allem müssen wir jetzt erstmal zum Lux Campus hin. Forschungslabor und so weiter und so fort ist jetzt nicht das Richtige. Und wir müssen immer noch irgendwie noch unser Team weiter stärken. Bin ich jetzt zu blöd, der sagt, das zu finden? Okay, das versuche ich mit seinem Sohn, namenswerte Koromon, um den er begegnet, zu drücken. Gegner HP, bla bla bla. Wo zum Henker finde ich jetzt der Sack hier? Eine Handschuhaufrüstung. So, gibt es hier neue Module? Wir arbeiten durchgehend, die Luxolis-Erfahrung zu verbessern. Gerade arbeite ich an neuen Trainingsprogramm und ich denke, dass du es mögen wirst. Du bist sicher für das neue Wurfarm-Training hier? Moment bitte, ich hole den Ausbilder. Wurfarm? Der nächste Kampfforscher wäre bereit. Okay, das müssen wir wie es aus noch machen. Hey du, wie ist dein Wurfarm? Dachte ich mir, komm, wir tun mal was dagegen. Okay, ich denke mal, wir kriegen jetzt eine neue App. Das ist jetzt nicht nachlassen. Nochmal. Du hast es. Du hast dem Sandsack richtig gezeigt. Yo. Und was jetzt? Nachdem du einen Wurfarm trainiert hast, hat sich deine Chance, wilde Koromon zu fangen, erhöht. Was? Ich verstehe das jetzt gar nicht mehr. Ich verstehe das jetzt gar nicht. Wo zum Henker muss ich denn jetzt hier hin?
Warte mal, es gibt neue Features für unsere Kampfforscher. Kommt für mehr Informationen zum Trainerzentrum F1 beim Campus. War das der Sack jetzt alles, den Wurfarm zu trainieren? Das war alles? Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das jetzt der Sack alles war. Wir mussten jetzt einfach bloß unseren Wurfarm trainieren. Na gut, dann mache ich mich mal auf nach Pawberry und das dann im nächsten Part. Oder haben wir hier noch irgendwas Neues? Nein. Ich denke einfach mal, wir machen uns im nächsten Part mal auf in Richtung Pawberry. Und dann fangen wir auch erstmal ein paar neue Koromon. Bis dahin, sag ich mal, bis dann und ciao. Mal sehen, was wir dann fangen werden.